Genau das ist die Problematik, die mich beschäftigt. Spatz! Tja, da sehen Sie mal, wie das ist. Jetzt so viel Zeit. Schweinenacken für die ganze Familie. 2,79. Hier. Guck. Ja. Jawohl. Hier muss irgendwo ein Knoblauchstand sein. Sag gerade. Sowas. Scheiße, auf diesen öffentlichen Toiletten, hier hat man nur mal Klopapier. Oh, das ist doch zum Kotzen. Endlich ein Stuhl. Wo ist denn hier die Sitzfläche? Oh, nö. Guten Tag, willst du einen Blumenstrauß? Da ist einer. Bitte, nichts zu danken. Gern geschehen. Ja, vielen Dank. Wo ist denn meine Rolex? Wo ist denn meine Rolex? Ach so, am Arm. Oh, ich habe ja gar keine Rolex. Scheiße. Schneller. Schneller. Mensch, zahl ich dich eigentlich? Zahl ich mich gar nicht, Mann. Sag ich doch. Schneller. Oh, Alter. Links, zwei, drei, vier. Entschuldigen Sie. Es wäre eigentlich effizienter, wenn Sie das andere Bein noch nachziehen. Ah, der Bein! Trautes Heim, Glück allein. Oh, jetzt habe ich den Objektivdeckel draufgelassen. Oh, gebt's mir, ihr sexy Ressourcen. Oh. Hände weg, das ist mein Schmutz. Ich hab mich selber gekackt. Hey, hey, sie, Foto, Unterschrift und Analfick, bitte. Ja, lassen Sie mich los. Nein. Welch ein Nervenkitzel das doch ist. Oh, das ist langweilig. Und dafür bezahle ich auch noch Eintritt. Das funktioniert ja nicht mal. Oh, scheiß Europa-Park. Was Sie hier mal sehen, meine Damen und Herren, ist Deutschlands Spitzenelite. Der Bergsteiger Arnulf Karfunkel, Deutschlands Spitze, sage ich Ihnen. Der Beste auf dem Gebiet. Bitte. Wir wohnen schon, ich bitte. Ich brauche eine. Nein. Bitte. 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 Nein. Bitte, ich brauche Wohnungsnot in Deutschland. Guten Tag, meine Zuschauer. Willkommen bei Survival Man. Ich befinde mich hier mitten im Amazonas-Dschungel.
40 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Ausgesetzt in der Wildnis. Was bist du hier, Penner oder was? Was willst du, hä? Euer Scheiße, jetzt versau mir nicht die Aufnahme. Damit ich hier in meinem Garten drehe, hier meine Serie und du lachst vorbei und versaust mir meine Aufnahme. Sie sind schlimmer als Hitler. Du hast doch zum Gotzen. Die Neureichen kriegen heute immer eine Lehne. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ja, siehst du es doch. Oh, nee, Alter. Doch. Da hier haben sie einen Zwacken, kaufen sie sich eine Nutte. Tschüss. Oh. Schon wieder was abgezwackt. Aber ist das schön hier. Ey, sagen Sie mal, ist das auffordernd gemeint? Ja, da guckt er. Ja, kostenlos guckt er. Ja, wo käme man mal dahin? Wenn das jeder Hund machen tät. Guck mir an, wie er guckt. Guck mir dir an. Action! Ja. Das da. Das da, meine Damen und Herren. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein unbenutztes Taschentuch. Und so etwas findet man in Coburg einfach auf der Straße. Allerdings müssen wir uns dazu ins Gedächtnis rufen, dass es in Afrika Kinder gibt, die wären froh, wenn sie ein unbenutztes Taschentuch hätten. Zur Lösung der verstopften Nase. Also zur Lösung der Verstopfung in der Nase. Das ist eine Schande, dass ein so wertvolles, fast unbenutztes Taschentuch einfach auf der Straße liegt. Das ist doch mal einwandfrei. Bis auf diesen Wichsfleck. Nein! Scheiße, Gott, nein! Warum? Ja, da bleibst du jetzt, bis du groß bist. Im Kindergarten! Nein! Und ich kann doch nicht klettern! Und da sind Dornen! Das ist doch ranzig! Oh, frisches Trinkwasser! Guck mal da! Hä? Na, guck mal genau hin! Hä? Was ist denn da? Na, genau hingucken! Ist doch nix. Ja, eben, das ist es ja.